Arriba, Freunde, Brüder, Schwestern, Familie, Onkels, Omas, Opas, Cousinen, alles von Herzen. Auf jeden Fall drehen wir heute eine geile Challenge. Es wird nass, es wird wehtun. Haben noch ein paar Jungs hier am Start. Ja, es geht ab. Chris. Und hinten ist auch noch einer drin, ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Weiß jetzt nicht, ob er steht. Auf jeden Fall, wir sind mega motiviert. Ja. Lasst uns auf jeden Fall mal ein schönes Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert uns auf unseren Social Medias. Instagram! Alle unten verlinkt, alles zu finden. Auf jeden Fall vielen Dank dafür und ich würde sagen, bleibt dran, es wird spannend. Wir tun jetzt so ein paar Sachen vorbereiten. Das tun wir gleich noch ein bisschen zeigen. Und dann kommen wir auch schon zur Challenge. Pass auf, weiter, weiter! Was geht ab? Wir sind hier gerade im Wald vor dem See sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Ja, sieht man. Viele Leute kennen das Zeugs. Der Junge hat hier sehr viel Erfahrung damit. Ist unser Lieblingsgerät, haben wir gerade alles gepflückt. Und Moment, wir müssen hier gerade einmal durch den Scheißwald. Ah, Bruder, was ist los? Das ist der chillige See. Und ganz da hinten wollen wir jetzt hin und die Challenge drehen. Ah! Was geht ab? Jetzt sind wir hier auf den Kran und haben alles vorbereitet. Die Challenge wird jetzt starten. Also, wir erklären es mal ganz kurz. Wir haben natürlich unsere lieben Brennessel mal wieder am Start. Ich denke mal, du kennst die und ich kenne die genauso ziemlich gut. Also, die Challenge funktioniert so. Uns werden Fragen gestellt von dem lieben Punisher und Ragni ist auch am Start. Der Verlierer, der die Frage nicht beantworten kann, kriegt eine Bestrafung sozusagen. Entweder er wird ins Wasser gekickt von unserem lieben Punisher mit, keine Ahnung, mit einem Fuß, mit einer Hand, der wird sich wahrscheinlich schon was ausfallen lassen. Oder wir kriegen die schönen Brennnessel hier in die Fresse. Wie wird das entschieden? Münzwurf natürlich, also es wird eine Münze geworfen. Man sagt vorher Kopf oder Zahl und dann, ja, geht's ab. Ich hoffe, ich krieg nur Wasser ab. Ich habe absolut keinen Bock auf die Brennnessel. Ich denke mal, du auch nicht. Oh, ich freue mich schon. Mega geil. Du hast wenigstens Massfinger. Ja, voll, voll, gell? Mass-Finger. Ja, Mann. Wir machen das alles mit verbundenen Augen. Das heißt, wir verbinden unsere Augen jetzt gleich. Und dann geht's auch gleich los. Servus. Ich übernehme das heute alles ein bisschen. Handschuhe sind da für die Brennnesseln. Die Fragen sind bereit. Los geht's. Fasi, Kevin, wie geht's euch heute? Ja, ein bisschen Bangel jetzt. Oh, danke. Alter, gut. Was ist das? Okay. Ja. Heute war es sehr, sehr warm. Ja. Das ist wichtig, viel zu trinken. Ja. Vor allem Bier. Ja. Wie viel Liter Bier wird in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Aus dem Bauchgefühl raus, Kevin. Oh, aus dem Bauchgefühl? Ich hab doch kaum Bauch. Okay, ich sag einfach 500 Liter. Im Jahr. Ganz Deutschland. Nee, pro Person. Pro Kopf. Pro Kopf. Pro Kopf. Pro Kopf. Pro Kopf. Durchschnitt, ich Durchschnitt. Sag mal 500 Liter. Okay. Im Jahr. Im Jahr. Ja. Auf, Peppi. Ich sag 270. Win, Kopf oder Zahl? Kopf. Oh oh. Aha. Ah! Digga, was ist passiert? Sag mir die Antwort. 100. Oh, shit, au. Junge! Au! Au! Peppi, was ist dein Lieblingssport? Es gibt viele, aber Fußball habe ich jahrelang gespielt. Wenn, deiner? Fußball, Futsal natürlich. Was auch cool ist, ist Golf, oder? Nein. Kennt ihr Golfbälle? Die ja. haben doch immer diese Einkerbungen. Nee, was ist denn das? Wie viele Einkerbungen hat so ein Junge, was sind das für Fragen? Das sind diese ganz großen, schweren Bälle, gell? Ja. Yeah. Oder? Peppi, fang an. Jawohl, okay, ich fang an. So ein kleiner Golfball. Passt in die Hand. Hat Einkerbungen. Wofür die da sind, weiß keiner. 142. 142, das ist eine gute Antwort. Benni? 143. Ganz, ganz, ganz eng aneinander. So, okay. Kevin, was sagst denn du, Kopf oder Zahl? Zahl? Zahl. So ein Golfball hat ungefähr 336. Ja!
der Stuhl. Alles gut bei dir da unten. Komm her, Bruder, ich helfe dir. Ah, fuck, Mann. Nee, was soll ich erst sagen? Du bist abgekühlt. Alter, ja, ich bin fertig. Super. Auf geht's. Auf Instagram? Ja. Wie viele Followers hatten die deutsche Frauennationalmannschaft? Wie meinst du? Wie viele Followers die deutsche Nationalmannschaft hat der Frauen? Jetzt aktuell, ja? Jetzt das DFB-Team. Das DFB-Team der Frauennationalmannschaft. 480.000. Boah, das ist eine gute Zahl, sowas hätte ich auch zicker getippt. Mann! Komm. 2, 1. 320.000. Ich weiß es nicht. Okay. Was sagt die Münze? Peppi, Kopf oder Zahl? Kopf. Oh, Junge, hör auf, sowas zu machen! Was passiert? Kopf oder Zahl? Zahl? Zahl, sagst du. 109.000. Weißt du, wie viel du im Kopf hattest? Ja! 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 Mann! Sag mal, bist du eigentlich kitzlig? Es kommt drauf an, wo. Baby, bist du kitzlig? Ja. Aber ihr wart doch letztens unterwegs, habt Leute gekitzelt, oder? Ja. Leute, kitzeln Prank, extrem lustig. Ja. Ist gut angekommen. Wie viel Aufruf hat denn das Video? Wer darf als erstes? Peppi. 181.500 Klicks. Winnie? 180.000. Also wir so nah aneinander. Yes. Kennt ihr das Geräusch hier? Peppi, Kopf oder Zahl? Kopf. Win? Kopf. Beide Kopf sogar. Digga, was für ein Pokal? Was ist das? Was passiert, wenn man falsch tippt? Der ist tot. Ich glaube, der braucht noch mal brennen. Oh! Oh, das brennt überall. Ey, wieso machst du das am ganzen Körper? Ich dachte nur Gesicht. Ich dachte auch nur Gesicht. Oh. Das ist typisch Punisher. Der macht einfach, was er will, Mann. Der macht einfach, was er will. Was war jetzt die Antwort? 176.000. Ich danke dir, mein lieber Raffi. Kennst du Rammstein? Ich kenne Rammstein. Kennst du das Lied Deutschland von Rammstein auf YouTube? Ich hab's schon mal gehört, aber das ist schon Ewigkeiten her. Okay, aber weißt du ungefähr, wie viele Klicks Rammstein mit diesem Lied gemacht hat? Es ist no bekannt, way. Es ist mehr als 10 Millionen. Aber wie viel mehr? Also, ich sag mal so 83 Millionen. Mutig. Herr W? Ich sag einfach mal, oh Mann. Mann! Über 100 Millionen, keine Ahnung, Mann. Die Münze schon geworfen? Zahl. Kopf. Ei. 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 Oh, Junge, ich werde es schon hier vor meinem Gesicht. Oh, da fliegen Viecher runter. Bravo! Yes! Ja! Alter! Tut mir leid, Peppi. 62 Millionen. Wind führt. Wind führt. Ja, mit 3-2. Christian, bist du Wind dumm. Is the winner. Mann, auf geht's! Baby, jetzt kannst du punkten, Mann. Ja, auf geht's. In welchen Großstädten habt ihr alle schon so gedreht? Ja, schon ein paar. Ja. Wisst ihr, wie viele Großstädte es in Deutschland gibt? Was ist denn eine Großstadt? Eine Stadt mehr als 100.000 Einwohner. Okay. 42. 42 Großstädte? Ja. Win? 43. Ach, was sagst du, Kopf oder ich, Zahl? Ich bleib bei Zahl. Kopf. Du sagst Zahl? Ja. Und deine Antwort war 42. Und deine Antwort war 43. Yes. Oh, ich höre es schon rascheln. Ich höre es zum Glück da drüben rascheln. Juhu! Oh, thanks, Brudi. Ey. Ich meinte, jetzt heute haben wir echt Glück. War das wieder kein Brennnessel? Wieder keine Brennnessel. Nimm mal bitte kurz den Stuhl. Ich muss kurz zu meiner Familie.
bin. Ich muss kurz zu meiner Familie, jo, okay? Wir sehen uns. Ja. Frohe Ostern, frohe Weihnachten. Ja. Und einen guten Rutsch. Mach's gut. 82. Wohin? Wohin wollt ihr? Hey! Happy, du lässt ein bisschen nach, gell? Ey, ich hol jetzt auf. Ich hol jetzt auf. Ich weiß, wenn du jetzt nicht punktest, hast du verloren. Ja, egal. Ich mach 4-4 und dann steche ich dich ab. Max Weihnachten, gell? Ja. Wenn, wie ist es bei dir? Ja, auch mit Familie und so. Wie viele Weihnachtsbäume werden so pro Jahr verkauft? In Deutschland. In Deutschland? Boah. Ungefähr. Bei 80 Millionen? Ich glaube, ich bin im Brennnessel reingedreht. Ich sag 18 Millionen. 18 Millionen. Ich glaube, das ist nicht so extrem. Wenn? Das müssen die auch feiern und dann müssen die das ja noch kaufen. Also 18 Millionen, sage ich. Ich würde jetzt mal sagen, 22 Millionen. Was habe ich gesagt? 18 und 22. Boah, bitte. Ja. Baby, du zitterst schon ein bisschen vor uns, oder? Nee, Mann. Ich bleib da. Sagst du Kopf? Oder sagst du Zahl? Kopf. Win? Zahl. Oh, bitte. Das sind 30 Millionen. Nein! Ja! Yeah! Oh, yeah! Das brennt ab! Das brennt ab! Mutti! Au! Mann! Das brennt, Mann! Jo, meine Lieben, das war's vom heutigen Video. Wie ihr gesehen habt, war Peppy heute das richtige Opfer. Ich würde mal sagen, ja. Heißt was? Nein, Spaß. Wenn ihr öfters Challenges sehen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Sprengt den Button, Mann! Und ja, Mann, wir wollen es auf jeden Fall jetzt öfters drehen. Mehr Challenges, mehr Pranks. Einfach aktiver sein. Ja. Unterstützt uns, folgt uns auf Instagram. Wir verlinken das natürlich alles. Von unten sind es. Folgt uns, folgt uns, folgt uns. Und folgt die Jungs auch hinter der Kamera. Das sind zwei coole Kollegen von uns. Best Friends sozusagen. Ja, was kann man sagen? Ich habe verloren. Ich krieg noch die Bestrafung. Ich würde mal sagen, wir hören uns gleich. Wir müssen noch gucken, ob wir die Bestrafung jetzt noch gleich reinkriegen. Ansonsten würde ich sagen... Yo, Freunde, was geht? Und willkommen zur Bestrafung für den lieben Peppy. Wir haben nämlich was Geiles gefunden. Das nennt sich so ein bisschen Gülle, Mist, Dünger. Da, nein, wo die ganzen Bauern ihr ganzen Mist abladen. Ja, genau. Also, wir können das ja mal kurz zeigen. Puh, das sieht schon heftig aus und vor allem stinkt das wie verrückt. Schon die ganze Zeit Würgereiz. Extrem heftig. Ich hoffe, ich kotze mich voll den Ekelreiz hier. Aber egal, wir ziehen es jetzt einfach durch. Und zwar ungefähr da vorne tun wir den lieben Peppi jetzt ein bisschen einseifen, einstreuen, wie auch immer. Ja? Der wird sich da reinlegen und er muss sich 10 Sekunden lang unterwerfen. Und da heißt alles mit sich machen lassen, was ich will natürlich. Schön einseifen, ein bisschen drauf rumjumpen, was auch immer. Einfach ein bisschen die Sau rauslassen auf ihm, ein bisschen die Gülle verteilen. Wir schauen einfach mal. Schaffst du das, oder? Nee, Mann. Du musst aber. Ich bin raus. Stinkt wirklich. Okay. Ich würde sagen, wir legen los. Okay, Peppi, dann würde ich sagen, es geht los. Und zwar siehst du da vorne das Loch. Kann ich irgendwie 30 Euro geben oder so und dann ist fertig. Mit einem Huni sind wir dabei. Geht das? Ich bin gerade blank, ich muss Handtaschen abgeben. Tut mir leid, ja, dann musst du hier rein. Jetzt zieh durch. Siehst du das Loch da vorne? Ja. Da gehst du rein, 10 Sekunden dich so ein bisschen wälzen. Ich komme dann dazwischen vielleicht auch noch dazu und versuche ein bisschen... Das sind die. Fuck, lass mal abhauen, Digga. Okay, Leute, die Alarmanlage ist gerade angegangen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, es kann sein, dass gleich Hubschrauber kommen und alles, SEK-Einsatz und so weiter. Das ist bei uns übrigens. Ja, 10 Sekunden danach boxen. Kein Ding, kein Ding. Das leg los. Und rein, Peppi, komm schon. Komm. Rein in die Scheiße. Komm schon, Junge. Komm. Einfach reinjumpen. Reinjumpen. Hier rein, hier schön in das Loch. Du musst, du hast verloren. Komm schon. Und rein. Wow. Oh. Wie lang musst du schon rein? Bisschen. Wo ist das ekelhaft? Junge! Alles okay? Alles okay bei dir? Okay, Leute, ich glaube, wir müssen abbrechen. Ey, Peppi, ist alles okay? Ja, alles gut. Hast du gekotzt da unten?
Hey Peppi, ich schwör, das tut mir gerade mega leid für dich, aber ich würde sagen, du hast durchgezogen. Ja. Deine Bestrafung hast du durchgezogen und irgendwann wird sich das gut im Leben rächen, ja? Mach das definitiv nicht nach. Ich krieg immer noch die ganze Zeit Würgereiz. Das ist so ekelhaft, ich kotze auch gleich. Leute, lasst auf jeden Fall mal geile Daumen nach oben da. Mindestens 10.000 für diese Aktion. Und ich würde sagen, peace out, bis zum nächsten Mal. Hey, geht's? Folgt uns auf Instagram.